wollen Ihnen Wege aufzeigen heute, wie Sie eben nicht in diese Fachkräftefalle tappen. Ein Ausweg ist die Beschäftigung behinderter Menschen oder die Zusammenarbeit mit Werkstätten für Behinderte. Bevor wir Sie in die Workshops entlassen, möchten wir Ihnen ein paar Ideen mit an die Hand geben, ein bisschen Futter, ein paar Impulse hier lostreten. Dafür haben wir diverse Referenten eingeladen. Da ich aus Hattingen komme, erlaube ich mir, den anderen Herren aus Hattingen, Frau Koch ist auch da, Bürgermeisterin, also ganz viele Hattinger heute hier, Herr Dr. Brauchsiebel, hier nach vorne bitten, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ist, glaube ich, der korrekte Ausdruck. Bitte schön, Herr Dr. Brauchsiebel. Ja, herzlichen Dank, Herr Mayer. Sehr geehrter Herr Backhaus, liebe Frau Schönefeld, lieber Hubert Hüppe, lieber Peter Kleber, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frau Bürgermeisterin, Herr Kollege Wespe, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir in so großer Runde hier heute bei diesem Unternehmerforum zusammen sind. Das ist ja nach rheinischen Maßstäben schon eine traditionsreiche Veranstaltung, weil sie zum zweiten Mal stattfindet. Das gehört haben, wir sind in Westfalen da ja eigentlich ein bisschen strenger mit uns selbst, aber es zeigt doch, nach einem guten Auftakt geht es hier in einem großen Forum weiter. Ihnen, Herr Helm von der örtlichen Agentur für Arbeit hier in Hagen, auch dazu einen herzlichen Glückwunsch. Im Übrigen, Herr Mayer, Sie haben ja gesagt, so als Hattinger könnte das dabei sein, dass die Agentur auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig ist. Sie ist ja nicht nur auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig. Ich habe mich gerade bei Herrn Helm nochmal rückversichert. Ich habe die EN-Zahlen immer ein bisschen aktueller auch drauf. Aber es ist schon so, der Ennepe-Ruhr-Kreis ist ungefähr doppelt so groß wie der Kreis Hagen, was die Einwohner angeht. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es auch egal, denn wir haben uns hier ja alle gern vor Ort. Aber von daher ist das völlig richtig, dass Sie außer Hagen auch den Ennepe-Ruhr-Kreis hier melden. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für ein WDR-Jahrgang bin. Gestern habe ich über Rehabilitation geredet, da habe ich erfahren, ab 45 ist mein Reha-Jahrgang. Das hat mich dann doch etwas zucken lassen. Aber das soll heute nicht unser vorrangiges Thema sein, sondern es geht um Wege aus der Fachkräftefalle. Und in der Tat ist das ein Problem, das sich für uns in zunehmender Schärfe stellen wird, worüber man sich immer im Klaren sein muss, wenn man aktuell natürlich völlig zu Recht auch alle Kräfte darauf mobilisiert, den erheblichen Positivtrend auf dem Arbeitsmarkt fortzusetzen. Wir haben über 41 Millionen erwerbstätige Menschen in Deutschland, wir haben über 28 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das alles sind Rekordwerte und trotzdem kann es eine Bundesregierung nicht ruhen lassen, wenn wir gleichzeitig noch immer über 2,5 Millionen Menschen ohne Arbeit haben. Und da diesen Trend fortzusetzen, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen, das ist unser tägliches Anliegen und unser täglicher Auftrag auch als Bundesregierung. Gleichzeitig müssen wir neben den Problemen, die wir heute Tag für Tag in den Blick nehmen müssen, auch immer die schon im Auge haben, die absehbarerweise auf uns zukommen. Frau Schönefeld hat die Zahlen für Nordrhein-Westfalen genannt eben. Da habe ich im Moment gezuckt, weil ich eigentlich immer so mir grob vorstelle, Nordrhein-Westfalen ist so ein Fünftel der Bundesrepublik. Und Sie haben gesagt, Frau Schönefeld, hier für die Region Ennepe-Ruhr-Hagen ist das Problem noch mal schärfer als im Landesschnitt. Im Landesschnitt ist es auch noch mal schärfer als im Bundesschnitt, denn im Bund kann man sich das ja ziemlich genau ausmalen. Die Menschen, die heute noch nicht geboren sind, die stehen im Jahr 2025 dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Das heißt, einen konstanten Wanderungssaldo vorausgesetzt, werden wir im Jahr 2025 bundesweit rund 6,3 Millionen Menschen weniger haben, die als Erwerbspersonen zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir von rund 41,3 Millionen Erwerbstätigen heute ausgehen, ist das schon eine ganze Menge, wenn 6,3 Millionen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und die ersten Anzeichen in der Tat haben wir ja auch schon heute. Wir haben die Informationen vom dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, wie
Bundesagentur für Arbeit weiß ungefähr erfahrungsgemäß, wie viele offene Stellen ihr tatsächlich gemeldet werden. Daraus kann man dann ableiten, ungefähr wie groß dann der Bedarf ist. Und anhand der dafür üblichen Kennzahlen können wir sagen, wir haben heute in Deutschland flächendeckend noch keinen Fachkräftemangel, aber wir haben ihn in einigen Regionen, dazu gehört unsere nicht unbedingt, aber wir haben sie auch in manchen Branchen und Berufsgruppen auch schon wirklich quer über das Land gestreut. Und deswegen hat die Bundesregierung ja auch schon im Sommer entschieden, die Möglichkeiten des Zugangs für besonders gravierende Mangelberufe Ärztinnen und Ärzte, Elektrofahrzeug- und Maschinenbauingenieure dort auch die Zugangsmöglichkeiten zu erleichtern, ich sag mal in Klammern. Die Erfahrung der ersten Monate ist nicht, dass weltweit großer Jubel ausgebrochen ist, dass man seine Qualifikation nun endlich in Deutschland zur Anwendung bringen darf. Trotzdem war es richtig, das zu tun. Natürlich können wir auch niemanden zwingen, hier hinzukommen. Aber es ist wichtig, dass wir hier eine Willkommenskultur aufbauen, wie es Ministerin Dr. von der Leyen immer sagt, in der es dann darum, nicht darum geht, woher jemand kommt, sondern was jemand kann, was jemand mitbringt, um unser Land wirtschaftlich voranzubringen, um Wohlstand für die Menschen in unserem Land auch in Zukunft zu gewährleisten. Es stehen zurzeit die Fachkräfte in der aktuellen Diskussion besonders im Mittelpunkt, gerade die Hochqualifizierten, aber es geht mindestens langfristig nicht nur um hochqualifizierte Universitätsabsolventen, sondern es geht genauso um Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung. Auch in diesen Bereichen stehen wir vor zunehmenden Herausforderungen. Die Bundesregierung hat deswegen in diesem Jahr ihr Fachkräftekonzept entwickelt und vorgelegt. Es basiert auf mehreren Säulen bzw. Sicherungspfaden. Es geht uns zum einen um Aktivierung und Beschäftigungssicherung. Es geht zum zweiten um bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht zum dritten um bessere Bildungschancen für alle von Anfang an. Es geht zum vierten um Aus- und Weiterbildung und fünftens um Integration und qualifizierte Zuwanderung. Das heißt, wir brauchen einen Mix sinnvoll aufeinander abgestimmter Maßnahmen und es ist unbestreitbar, dass die größten Potenziale zur Hebung des Fachkräftebedarfs in unserem eigenen Land liegen. Sie liegen nicht nur, aber sie liegen in allererster Linie in unserem eigenen Land. Wenn ich auf das erste von mir genannte Thema Aktivierung und Beschäftigungssicherung zu sprechen komme, haben wir da einen besonderen Schwerpunkt auch auf die Beschäftigung Älterer gelegt. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass das Renteneintrittsalter 65 in diesem Jahr seinen letzten Geburtstag feiert. Es ist sein 96. Das Renteneintrittsalter 65 wurde im Deutschen Kaiserreich im Jahr 1916 eingeführt. Es war damals für die Arbeiter ein deutlicher Fortschritt, denn vorher gab es für Arbeiter das Renteneintrittsalter 70, für Angestellte gab es gar kein einheitliches. Und angesichts der damaligen Lebenserwartung bedeutete Arbeiten bis in den Tod den traurigen Regelfall in Deutschland. Inzwischen sind wir bei gut 17 Jahren durchschnittlicher Rentenbezugsdauer. Wenn im Jahr 2029 das Renteneintrittsalter wirklich bei 67 Jahren liegen wird, dann werden wir bei rund 18 Jahren durchschnittlicher Rentenbezugsdauer sein. Das heißt, angesichts der günstigen Entwicklung der Lebenserwartung erhöhen wir durch eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit um 2 Jahre planmäßig über diesen Zeitraum die durchschnittliche Rentenbezugsdauer um ein weiteres Jahr von rund 17 Jahren auf 18 Jahre. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Wirtschaft stark genug ist, unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fleißig und qualifiziert genug sind, unsere Unternehmer innovativ genug sind, um diese planmäßige Erhöhung der durchschnittlichen Rentenbezugsdauer von 17 auf 18 Jahre aufzufangen. Das können wir stemmen. Mehr geht nicht, denn ein Problem haben wir in der Politik alle gemeinsam. Wenn wir einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Gesetze von Adam Riese in den Bundestag einbrechen, könnten wir ihn zwar beschließen, aber die Gesetze der Mathematik gleichwohl nicht außer Kraft setzen, weder in der Rente noch anderswo. Und deswegen ist es gut, meine Damen und Herren, dass jetzt in einer Zeit, wo das Renteneintrittsalter von 65 immer noch gilt, wir schon deutliche Fortschritte erzielt haben bei der Beschäftigung Älterer, bei den über 55-Jährigen in den letzten 10 Jahren eine Erhöhung der Beschäftigungsquote
um rund 20% bei den über 60-Jährigen sogar eine Verdoppelung in rund 10 Jahren. Verdoppelung klingt gut, nur wenn ich dazu füge, dass wir eine Verdopplung von rund 20% Erwerbstätiger auf 40% haben in dieser Altersgruppe, zeigt das auch, welche Potenziale in diesem Bereich noch stecken, um die wir uns kümmern müssen. Zur Aktivierung und Beschäftigungssicherung gehört auch das Thema, das Sie sich für heute schwerpunktmäßig vorgenommen haben. Es geht auch um die Aktivierung, um die Beschäftigungssicherung bzw. darum, überhaupt Beschäftigungsperspektive zu eröffnen für Menschen mit Behinderung. Für sie kann der Weg in den Arbeitsmarkt oft besonders steinig sein. Die passende Stelle zu suchen, zig Bewerbungen zu schreiben, dabei immer auch die Frage im Kopf zu haben, gebe ich die Behinderung bei der Bewerbung an, bei welchem Unternehmen ist der Satz, dass schwerbehinderte Menschen bei gleicher Eignung bevorzugt werden, ernst gemeint oder wo bleibt er ein Lippenbekenntnis? Und es ist ja auch wahr, dass wir hier noch viel zu erreichen haben. Es ist ja grundsätzlich erstmal völlig unausweichlich, dass wenn ich Gruppen in der Bevölkerung habe, wo die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich erfolgreich war, beispielsweise bei Eltern, dass es dann auch Gruppen gibt, wo es eben unterdurchschnittlich erfolgreich war. Das ist seit vielen Jahren, unabhängig davon, wer gerade regiert hat, immer schon der Bereich der Menschen mit Behinderung gewesen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns dieser Menschen dann auch besonders annehmen. Denn ich denke, jeder von uns weiß, die Vorbehalte, die es noch gibt, sind sehr oft unbegründet. Viele Menschen mit Behinderung meistern ihren Job genauso gut wie ihre Kollegen ohne Handicap. Sie sind oftmals bis in die Haarspitzen motiviert und bestens qualifiziert und von daher wirklich gute Kandidaten für Arbeitgeber. Und ich bin dankbar und auch das bringt zum Ausdruck, wie wichtig uns das Thema im Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist, dass der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, ja auch heute bei uns ist und er kann Ihnen und wird Ihnen zu diesem Thema noch sehr viel mehr sagen, als ich das bei einer allgemeinen Darstellung dessen, was wir uns im Ministerium vorgenommen haben zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.